Meine liebe Zwillinge, herzlich willkommen. Das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Mein Name ist Emanuel von Zennstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Am 1. des Monats tritt Merkur in Schütze ein. Bis 21. Dezember könntest du viel Papierkram in Verbindung mit Steuer, Versicherung oder Finanzen im Allgemeinen haben. Du möchtest dich mit möglichst vielen Menschen austauschen und viele Dinge mit denen machen wollen. Streit im Geschäfts- und Partnerschaftsbereich kann vorkommen. Zwischen 2. und 6. des Monats haben wir Venus, Trigon, Neptun. In Liebesdingen sollte man offen und ehrlich sein, anstatt Fehler bei seinem Partner zu suchen. Berufstätige können Unterstützung von einer Kollegin erhalten. Dieser Aspekt hinterlässt ein Gefühl der Romantik und Gemütlichkeit. Kreativen, künstlerischen Anlässe sind mit diesem begünstigt. Zwischen 7. und 9. haben wir Sonne, Quadrat, Neptun. Eine Reise wäre an diesen Tagen ungünstig. Jemand, den du kennst, könnte sich durch irgendwelche Ungeschicklichkeiten auf sich aufmerksam machen. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Sonne, Trigon, Mars. Du wirst eine Initiative ergreifen, die dich unter Menschen bringen wird. Ein geselliges Treffen kann sich ergeben. In Gesprächen wird man seine individuellen Ansichten vermitteln. Sportliche und körperliche Aktivitäten sind begünstigt, auch wenn man diese nur online machen darf. Wir haben zwischen 12. und 13. Merkur Quadrat Neptun. An diesen Tagen kann man Frustration oder Verwirrung erleben. Missverständnisse können leichter als sonst entstehen. Vorsicht beim Autofahren oder Fahrradfahren ist angesagt. Vergebene werden mit ihrem Partner eine neue Phase in der Beziehung beginnen, in der man zwischen Gefühle und Gefühlslosigkeit pendeln wird. Am 14. haben wir Saturn in Wassermann eingetreten und das heißt, bis März 2023 wird das Thema eigenständiges Lernen besonders wichtig sein. Das ist wichtig, damit du dich beruflich freier entfalten kannst und es kann sein, dass du eine Fortbildung machen wirst in dieser Zeit. Ein Wohn- oder Studienwechsel sind möglich, vor allem wenn der Geburtsmerkur im 4. Haus steht oder in einem Wasserzeichen ist. Am 15. hast du Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar wird sich was Neues in der Liebe ergeben, eine Trennung oder neuer Anfang ist in Sicht. Zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter im Wassermann eingetreten. Du musst dir eine neue Perspektive von deinem Leben verschaffen, damit du dieses sinngemäß leben kannst. Zwischen 20. und 21. haben wir Jupiter-Konjunktion Saturn, auch in Wassermann. Falls zutreffend, sollte dein Vater mehr auf seine Gesundheit im Jahr 2021 achten. Eine Ausbildung, Weiterbildung oder Veröffentlichung kann in den Vordergrund treten. Zwischen 22. und 23. des Monats haben wir Mars Quadrat Pluto. Deine Gesundheit oder die Gesundheit eines geliebten Menschen kann gefährdet sein. Streitigkeiten soll man definitiv vermeiden. Und dann zwischen 24. und 28. haben wir Merkur Trigon Uranus. Viele Geldausgaben sind mit dieser Kombination möglich. Vielleicht solltest du eine Sache tiefgründig analysieren, bevor du irgendwelche Schlüsse ziehst. Und zum Schluss, zwischen 30. und 31. haben wir einen Vollmond in Krebs. Die Themen Finanzen, Wohnsituation und Familie werden am Jahresende in den Vordergrund rücken. Eine gewisse Ungewissheit kann diesbezüglich geben. Meine liebe Zwillinge, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Dezember 2020. Wenn du eine individuelle und genaue Prognose für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da für dich und du kannst gerne eine Beratung buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und ein
guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bitte bleibt gesund und bis zum nächsten Video.